Willkommen zu Episode 114 von Forscom Talks, meinem Videospiele-Podcast. Letzte Woche hatten wir eine Pause eingelegt, weil es wirklich nichts gab, über das ich ernsthaft berichten konnte. Die Nachrichten waren sehr übersichtlich und auch die Spiele, die ich in der Woche gespielt hatte, waren nicht allzu viele. Und dementsprechend hatte ich hier eine Pause eingelegt und ganz ehrlich, wir könnten diese Woche eigentlich auch überspringen, denn in den Nachrichten sieht es nicht allzu viel besser aus, mit Ausnahme von der einen richtig großen und die muss ich einfach ansprechen. Ich denke, es ist ganz klar, welche das ist. Ihr könnt es im Videotitel bereits lesen. Bevor wir aber auf diese Nachricht eingehen, sprechen wir noch ganz kurz über die Spiele, die ich in dieser Woche gespielt habe. Zugegeben, auch hier ist nicht allzu viel dazugekommen, aber die Masse, die ich in diesen zwei Wochen jetzt einfach gespielt habe, sollte hoffentlich reichen, um so ein paar Themen ansprechen zu können. Wir starten mit dem iOS- bzw. Android-Spiel Puzzles and Dragons. Habe ich ja vor kurzem angefangen gehabt zu spielen und finde es weiterhin sehr, sehr gut. Jedoch hat sich das Ganze so ein bisschen normalisiert. Am Anfang war es wirklich der Fall, dass man extrem viel spielen konnte, der Ausdauerbalken so gut wie überhaupt nicht abgenommen hat, beziehungsweise man super schnell Level-Ups bekommen hat und dieser Ausdauerbalken sich stets immer wieder aufgefüllt hat. Mittlerweile bin ich Rang 75, das ist definitiv schon ganz ordentlich, jedoch muss man anmerken, dass es regelmäßig Dungeons gibt, die einem vermehrt, und zwar richtig viel Erfahrungspunkte geben. Und dementsprechend, ich hatte, glaube ich, in einer Situation von 40 auf 60 einen Sprung gemacht gehabt und das hilft natürlich extrem, denn nicht nur wird die Ausdauer, die man hat, immer ein bisschen mehr, sondern auch die Kosten an Monstern, die man mitnehmen darf, erhöht sich ebenfalls. Bedeutet also, wenn man am Anfang ist, dann kann man halt ein Team haben, das maximal, sagen wir, 20 kostet. Mittlerweile bin ich schon so weit, dass alles über 100 kostet und dementsprechend kann ich jetzt auch Monster reintun, die individuell bereits 30 oder sogar 50 Punkte kosten und mit richtig starken Fähigkeiten ausgestattet sind. Ein großes Problem ist jedoch aber mittlerweile auch aufgetreten und das war irgendwo zu erwarten. Die Dungeons, die man durchläuft, sind richtig knackig geworden. Da gibt es wirklich Gegner, wenn die es schaffen, in Kombination oder zum Teil auch alleine einen ohne Probleme anzugreifen, ohne Vorbereitungen oder ähnliches, dass die einen in ein oder zwei Angriffen umnieten können. Und das ist wirklich, wirklich übel und da hatte ich dann halt so, glaube ich, bei Rang 70 in dem Dreh ein Problem gehabt, wo ich einfach nicht mehr weitergekommen bin, weil meine Monster nicht genug HP hatten und auch nicht genug Schaden ausgeteilt haben, um es einerseits zu überleben, beziehungsweise die Gegner umnieten zu können. Und ich bin wirklich nur aus diesem Loch wieder rausgekommen, wegen den Daily, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben soll, aber ich denke, den täglichen Belohnungen. Und zwar, es gibt zwei Währungen in dem Spiel. Es gibt die Magic Stones, die man regelmäßig bekommt, wenn man einen Dungeon abschließt oder wenn man Geld zahlt, sowie den Pal Points. Das ist wirklich eine Währung, die man bekommt, wenn man andere Charaktere mit in sein Spiel mit reinnimmt. Was wirklich bedeutet, wenn du ein Team erstellst, ist der Leader für andere Leute ebenfalls zur Verfügung und die könnten den dann als sechsten Mann mit ins Spiel nehmen. Und jedes Mal, wenn man einen nimmt, bekommt man 5 Punkte, beziehungsweise wenn man den in der Freundesliste hat, kann man 10 bekommen. Und da ist dann halt ganz wichtig, wenn man einen Charakter benutzt, ist der dann erstmal nicht mehr verfügbar, bis diese Person sich wieder in das Spiel eingeloggt hat. Dann könnte der für die anderen wieder auftauchen. Und das Schöne ist, jedes Mal, wenn man sich täglich einloggt, bekommt man einen Pal-Point-Bonus. Und das ist auf dem höchsten Rang immer 1000, was bedeutet, man könnte mit der Pal-Point-Maschine 2 Puls ziehen. Und das ist wirklich wichtig, es gibt da 2 Maschinen, Pal-Point-Maschine sowie die Magic-Stone-Maschine. Und da gibt es dann immer täglich oder wöchentlich andere Events, die unterschiedlichste Monster dazu bringen können. Und was mich dann gerettet hatte, war ein Event, wo man Enhancement Creatures bekommt. Das heißt also, es sind wirklich reine Kreaturen, die man nutzt, um andere stärker zu machen. Das war, glaube ich, ein Wochenevent oder ähnliches. Und dadurch, dass ich garantiert mittlerweile jeden Tag 2-mal an dieser Maschine teilnehmen darf, habe ich natürlich extremst viel davon bekommen können und habe so meine Monster aufleveln können. Die sind dadurch stärker geworden und damit konnte ich dann die Gegner besiegen. Das zweite Spiel, das ich regelmäßig immer noch spiele, ist Crusaders of the Lost Idols. Das ist ein Cookie-Clicker, der meines Erachtens bei weitem unterhaltsamer ist als der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist ja wirklich einfach Klick-Klick, fertig. Hier ist der Fall, dass man halt mehrere Helden hat, die aufleveln muss, die Equipment bekommen können. Dass es unterschiedliche Formationen gibt, gewisse Synergies gibt, die man aufpassen muss, dass halt man Boni bekommt oder ähnliches. Und das macht es meines Erachtens bei weitem interessanter. Ich hatte jedoch ein großes Problem. Und zwar, ich bin nie wirklich schnell mit dem Spiel vorangeschritten.
Und ich habe nie wirklich verstanden, warum das der Fall ist. Denn am Anfang, wenn man das Spiel startet oder die Welt zurückgesetzt hat, dann ist es der Fall, dass man logischerweise auf die Gegner draufklicken muss, um sie zu besiegen. Ab einem gewissen Punkt schaltet man dann hier in dem Fall weitere Helden frei, die das automatisch machen, wo man dann halt eben nicht mehr klicken muss. Und natürlich, das haben jetzt die meisten dieser neueren Cookie-Clickers ebenfalls als Möglichkeit, dass das Spiel weiter Geld oder was auch immer im Hintergrund generiert, selbst wenn man das Spiel nicht spielt. Und der Witz ist, dass dieses Spiel auch gleichzeitig Events hat. Es gab zum Beispiel ein Blood Bowl-Event oder jetzt vor kurzem ein Valentine's Day-Event. Und diese haben halt spezielle Levels und spezielle Helden, die man halt freischalten kann. Nur mein großes Problem war ganz speziell bei dem Blood Bowl-Event. Ich denke, ich habe zwar nicht rechtzeitig mit eingeschalten, aber ich glaube, ich hatte 8 Tage Zeit oder ähnliches, um Level 100 mit einem speziellen Charakter in der Formation zu erreichen. Und obwohl ich diesen Charakter freigeschalten hatte, denn das Schöne ist, diese Kondition ist im Endeffekt ein Quest und dieses Quest wird nur geändert, wenn man die Welt wieder zurücksetzt. Was bedeutet, ich konnte den Charakter freischalten, obwohl das Event schon abgelaufen ist. Jedoch das große Problem war, ich habe das Ganze erst viele Tage danach geschafft. Ich glaube, es waren nochmal 3 extra Tage oder ähnliches, dass ich gebraucht habe, um Level 100 zu erreichen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden gehabt, warum ich das nicht gebacken bekommen habe. Denn, wie ich im Endeffekt schon den Anfang beschrieben habe, man klickt, bis man Charaktere freischaltet, die nicht mehr klicken benötigen. Und dann sammelt man Gold. Das Gold investiert man in Level-Ups. Ab gewissen Level-Ups können die jeweiligen unterschiedlichen Charaktere gewisse Skills freischalten, die dann die unterschiedlichsten Auswirkungen haben, wie mehr Geld oder dass von den jeweiligen Charakteren die DPS verbessert werden und so weiter. Und ich habe das Geld gesammelt, habe das investiert und ich habe nicht genug DPS gehabt, um die Level abzuschließen. War bei 95, war immer hängen geblieben, konnte die Gegner nicht rechtzeitig besiegen, bevor sie mich besiegt haben. Und ich hab's einfach nicht verstanden. Bis ich dann auf einmal live mitbekommen hatte, wie auf einmal alle meine Helden stärker geworden sind. Also habe ich mich noch ein bisschen genauer umgeguckt und habe realisiert, dass wenn das Spiel aktiv läuft, also wenn die Echse gestartet ist, nicht wenn man es ausmacht, um Geld im Endeffekt passiv zu farmen, dann werden die Charaktere stärker. Alle, ich denke, 4 oder 5 Stunden bekommen die immer einen Boost. Und dementsprechend, dadurch, dass man in den meisten Fällen 10 plus Helden am Start hat und gerade ganz speziell der letzte Held richtig, richtig stark ist, wenn man den dann halt für 4, 5 Stunden laufen lässt, dann verdoppelt sich einfach mal seine Kraft. Nochmal verdoppelt sich das wiederum. Und dementsprechend das Spiel einfach im Hintergrund laufen lassen, macht die Charaktere richtig, richtig stark. Und seitdem ist es zwar immer noch kein Cakewalk, aber es ist bei Weitem einfacher, die Sachen zu erreichen. Dementsprechend bei dem Valentinstag-Event habe ich es immerhin geschafft, den ersten Charakter freizuschalten. Und das Event ist jetzt zwar mittlerweile vorbei, aber ich habe das Quest für den zweiten Charakter annehmen können und kann ihn dementsprechend jetzt noch in aller Ruhe ebenfalls bekommen. Und Spiel Nummer 3, oh, merke ich jetzt gerade erst, ist ebenfalls ein Free-to-Play-Spiel. Alle 3 Spiele, die ich in dieser Woche anspreche, sind kostenlose Spiele, die man spielen kann. Und zwar Marvel Heroes 2016. Ich habe es damals vor ein paar Jahren gespielt gehabt, paar Stunden investiert. War okay, hat mich aber ehrlich gesagt nicht wirklich umgeworfen. Bis dann in dieser Woche hervorgehoben worden ist, dass angeblich die 2016er Version, was im Endeffekt nur ein Update ist, nichts großartig sonst weiter dahinter, bei Weitem besser geworden sein soll. Also habe ich mir das Ganze angeguckt gehabt und ja, es macht definitiv Spaß. Jedoch muss man darauf hinweisen, dass bei einem Free-to-Play-Spiel man gerade eben nicht alles in den Hintern geblasen bekommt. Was bedeutet, am Anfang bekommt man 3, ich denke, zufällige Charaktere zugelost, was natürlich schon wieder Auswirkungen drauf haben kann, wie sehr man das Spiel genießt, wenn man einfach Charaktere bekommt, die man nicht sonderlich ansprechend findet. Und danach, jeden weiteren Charakter, den man bekommen möchte, muss man natürlich mit Geld kaufen oder mit der Ingame-Währung erfarmen und sich dann so holen. Meine 3 Startcharaktere waren Thing von The Fantastic Four, Storm und Daredevil. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, Thing ist ganz cool, einfach weil er so ein bisschen wie The Hulk ist, nur ein bisschen kleiner und nicht grün. Dann hat man Storm, da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, habe noch nicht allzu viel mit ihr gespielt, jedoch ist sie super squishy und das ist auf Patrouillenmissionen, auf die ich später noch eingehe, gar nicht mal so einfach. Und dann hatten wir noch Daredevil. Also ich weiß nicht, ob sie ihn nochmal verbessert haben, aber ich meine, dass er damals richtig uninteressant war. War so, hey, ich habe ein Stöckchen, donk. Hey, ich habe ein Stöckchen,
Donk, donk. Das sind die Skills von dem gewesen und das war so uninteressant. Dann habe ich Ingame-Währung bereits so viel gefarmt gehabt, dass ich mir 2 weitere gekauft habe. Aber hier ist ganz wichtig anzumerken, man kann speziell welche kaufen, die kosten dann 200 oder 400 oder 600. Oder man kann hingehen und 175 ausgeben von dieser erfarmten Währung und kann einen zufälligen bekommen. Und dann hatte ich überlegt, will ich jetzt auf irgendeinen speziellen gehen? Ist Cyclops vielleicht ganz cool oder Iron Man oder Captain America? Ja, vielleicht, aber ich habe mir gesagt, nimmst du zufällig. Vielleicht hast du wirklich das Glück und du kriegst einen der richtig teuren für halt schmales Geld. Und ist nicht wirklich aufgegangen. Ich habe so Human Torch und Mr. Fantastic bekommen. Ich habe die bisher noch nicht angespielt gehabt, aber ich hoffe einfach mal, dass diese Charaktere trotzdem in Ordnung gehen. Eine wichtige Sache muss ich aber wirklich noch anmerken und das ist wirklich gut für das Free-to-Play-Model. Und zwar jeden Charakter kann man vorher anspielen und auf Level 10 bringen. Also eine wunderbare Möglichkeit herauszufinden, ob ein der Charakter tatsächlich liegt. Wie ist das Gameplay selbst? Das Gameplay ist mehr oder weniger Diablo. Was bedeutet, man geht auf Missionen oder in Dungeons oder was auch immer, haut den Gegnern relativ simpel auf den Kopf, die lassen Sachen da und man sammelt sie ein, vergleicht sie und verkauft sie wieder. Und da ist leider so ein großes Problem. Selbst ohne Booster bekommt man super viele Items entgegengeworfen. Die Items haben zwar grundlegend so ein paar Sachen, die gleich sind, also zum Beispiel eine Sache wie ein Schild, das hat immer Verteidigung, aber es hat auch sehr viele andere Sachen und das persönlich nervt mich sehr, denn ich mag es lieber, zwei Items zu vergleichen und genau sagen zu können, okay, das hat 5 hier mehr und 10 da mehr, dementsprechend ist das besser. Das ist in dem Spiel nicht möglich, denn ja, es gibt Gegenstände, die haben Verteidigung oder Angriff gleich, aber dann kommt es, du kriegst für den Skill plus 3. Für den anderen Skill kriegst du plus 2. Dann hast du 5% für X Auslösung. 2% für jenes. Und dann hast du einen anderen Gegenstand, der hat für einen anderen Skill plus 4. Für diesen Skill plus 1. Dann hast du eine 10%ige Chance, dass du was anderes bekommst. Oder dass was beschwört wird. Und dementsprechend, ich habe wirklich mittlerweile Skills, die können fast den ganzen Bildschirm füllen. Und es ist super ätzend, die Sachen miteinander zu vergleichen. Denn einfach, es sind alle unterschiedlich, außer man hat wirklich das Glück, hey, das macht 10% für diesen Skill oder dann hast du das nächste 12% für diesen Skill. Dann kannst du natürlich sagen, okay, der mit 12 ist besser. Aber ansonsten ist es super ätzend, das zu vergleichen und dementsprechend in den meisten Fällen gucke ich mir die obersten Skills an, die immer gleich sind und sage, okay, der ist stärker als der, also nehme ich das neue Ding. Und das ist noch nicht alles. Man bekommt A, super viele Sachen und B, man hat extremste Begrenzungen. Man kann super wenig mit sich tragen und solange man nicht bereit ist, $5 zu zahlen, super wenig lagern. Das ist eine Sache, die wirklich, wirklich ätzend ist, denn soweit ich das einsehen kann, kann man Bankslots nicht ergrinden. Und das ist so eine Sache, die richtig, richtig eklig ist. Ich habe einen Charakter auf Level 25 von 60 und mein Bankfach ist voll. Ich kann nichts mehr reinlagern und das ist extremst eklig. Eine Sache muss man beim Gameplay aber auch ebenfalls noch anmerken und zwar, es fühlt sich richtig gut an. Man kämpft gegen Gegner, da ist wirklich von dem Standard, ich überfalle einen Eisladen zu Freaky Shit aus Anime-Land und du bist ein Superheld, der den definitiv auf die Fresse haut. Man hat wirklich das Gefühl, man ist ein Superheld und dementsprechend macht das Spiel sehr viel Spaß. Dazu gibt es die Möglichkeit, Story-Missionen zu machen, sowie auf Patrouille zu gehen. Und auf Patrouille gehen finde ich extremst cool, weil es ist, ich glaube in dem Fall, 2 große Areale, wo überall, also wirklich überall Gegner sind und in regelmäßigen Abständen, ich glaube sogar alle 3 Minuten, gibt es zufällige Events. Hey, der Bösewicht ist ausgebrochen und hat seine Buddies dazu gerufen. Besiege ihn. Und diese haben natürlich mehr Loot, besseres Loot und extra Loot. Und das ist richtig cool. Man geht eigentlich komplett über die ganze Karte, haut alles auf die Fresse, hat sein Inventar voll, schmeißt das ganze Zeug wieder raus und macht weiter. Und es klingt wirklich langweilig, ist aber unendlich unterhaltsam. Zumindest, wenn man wirklich diese Art von Diablo spielen mag. Gehen wir auf die Videos ein, die ich in den letzten beiden Wochen hochgeladen habe. Und wir starten mit dem Ersteindruck zu Shattered Planet, einem Turn-Based Roguelike, das durchaus interessant von der Idee ist, dass man in die Welt geht, Sachen sammelt und dann eigene dafür craften soll, um dann halt logischerweise stärker zu werden. Das große Problem ist jedoch, dass man im zweiten Level, zumindest am Anfang, immer drauf geht und das macht einfach keinen Spaß, denn die Idee ist wirklich,
Man sammelt Sachen am ersten Level, geht im zweiten drauf, geht zurück zur Hubworld, craftet neue Sachen, hofft, dass die stark genug sind, um in der zweiten Sache zu überleben. Wenn nicht, verliert man die ganzen Sachen, die man gecraftet hat, und startet von neu. Und es macht leider wirklich keine Laune. Hätte man gesagt, okay, man kann eventuell mit ein bisschen Glück auf Level 5 oder Level 10 oder was auch immer kommen, dann wäre es ja in Ordnung. Aber so ist ja wirklich so, als würde man The Binding of Isaac nehmen und man würde im allerersten Level den ersten Raum nicht schaffen. Vergleichsweise, oder das komplette erste Level überhaupt nicht schaffen. Und das ist einfach nicht unterhaltsam. Dann hatten wir letzte Woche die Rückkehr von Overwatch. Hier hatte ich ganz bewusst gefragt gehabt, wie wir das in der Zukunft weitermachen sollen, denn ich möchte wirklich weiter Overwatch euch präsentieren. Jedoch denke ich, lohnt es sich nicht, alle Charaktere nochmal vorzustellen, einfach weil bei vielen Charakteren sich wenig oder gar nichts geändert hat. Und ich habe mich dann jetzt im Endeffekt dafür entschieden, dass wir einmal pro Woche Overwatch hochladen. Der Teil ist eine Stunde lang und ausnahmsweise mal genieße ich einfach das Spiel. Bei anderen Videos, Let's Plays oder was auch immer, habe ich immer einen gewissen Punkt. Irgendwas vorstellen, das Spiel durchspielen oder ähnliches. Hier denke ich, werde ich jetzt wirklich einfach mal hingehen, Spiel für eine Stunde spielen, kommentieren, was ich sehe etc. Vielleicht hier und da nochmal hervorheben, was geändert worden ist, aber mehr nicht. Ich denke, für eine Serie in der Woche geht das in Ordnung. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Wir arbeiten uns auf das Ende hin. Habe beim letzten Mal einen großen Sprung in der Story gemacht und ich muss ganz ehrlich zugeben, die eine Sache mit Quiet habe ich ein bisschen editiert. Das ist nicht in der Reihenfolge passiert, aber als ich das so dann halt aufgenommen hatte und gesehen habe, was passiert, musste ich es einfach so anpassen, weil es so bitterböse ist. Ich hatte es richtig gut empfunden. Auf jeden Fall, morgen gibt's das Finale. Bei Tales of Mael hatten wir mittlerweile zwei Teile bereits, weil ich ein paar Sachen anpassen musste im Scheduling. Und das Spiel geht überraschenderweise sehr gut weiter. Wir sind einmal draufgegangen, nee, zweimal sogar schon. Und ich dachte schon, jetzt wird es irgendwann enden. Jetzt wird dann irgendwann nochmal der richtige Knaller kommen. Die Gegner kommen, die auf einmal richtig stark sind, wie man es ein bisschen aus Roguelikes eigentlich erwartet. Aber bisher haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen. Und ich muss ehrlich zugeben, es gefällt mir richtig, richtig gut. Einfach weil man wirklich das Gefühl hat, man hat Stärke, aber man hat auch immer die Gefahr, dass man draufgehen könnte. Und das Spiel selbst ist halt, denke vom Worldbuilding, richtig interessant. Man hat eine Welt, da sind Sachen passiert und wie sie es umgesetzt haben, geht zumindest für mich in Ordnung. Klar, man muss hier und da Sachen lesen, aber man bekommt halt wirklich genug Hintergrundgeschichte, dass man meines Erachtens doch sagen kann, dass es interessant ist. Mechanica wurde letzte Woche abgeschlossen und dann haben wir A Story About My Uncle gestartet. Mechanica, denke ich, kann ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, ist ein Spiel, das definitiv seinen abgedrehten Charme hat. Also hier ist wirklich ganz wichtig anzumerken, wer das Spiel nur grob gesehen hat, das ist kein Spiel für Kinder, definitiv nicht. Aber das große Problem meines Erachtens ist das Gameplay. Es ist ein Point-and-Click, aber es fehlt so die Herausforderung beim Point-and-Click. Die Rätsel, wenn welche vorhanden sind, sind kompletter Blödsinn gewesen und es war einfach nicht vom Gameplay allzu unterhaltsam, denn es war wirklich eine Schnitzeljagd, die man, und das halte ich Ihnen zugute hier in der Hinsicht, scheinbar fast in kompletter freier Reihenfolge machen kann, aber es ist super simpel eigentlich. Wenn man erstmal versteht, was man machen muss, um das zu können und jenes, dann geht das super einfach, denn ich bin hingegangen, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe und habe noch die restlichen Achievements gesammelt, weil es super einfach war und ich habe das Spiel in 10 Minuten durchgespielt, einfach weil man alles ohne Probleme erreichen kann, obwohl, eine Sache weiß ich weiterhin nicht, und zwar, wie man früher den Bus nehmen kann. Ich hatte bei einem anderen Stream gesehen gehabt, dass der Bus extremst früh nehmbar war und bei mir, ich habe es probiert, ich habe es so gemacht, wie immer, und ich konnte den Bus nicht rufen. Da wurde mir gesagt, nope, das kannst du jetzt noch nicht machen. Vielleicht habe ich wieder einen Fehler gemacht, ich weiß nicht, aber bei mir ging es in diesem Augenblick nicht. Ich musste es im Endeffekt in der gleichen Reihenfolge machen, wie ich es im ersten Spieldurchlauf gemacht habe und ich meine, ist trotzdem schnell gemacht und habe dann dementsprechend alle Achievements bekommen. Yay, who cares? Bei A Story About My Uncle, das ist ein Spiel, das durchaus unterhaltsam ist, durchaus interessant ist, aber es ist auch ein Spiel, das durchaus kurz ist. Ich habe noch einen weiteren Teil bereits aufgenommen gehabt, mit anderen Worten Teil 4, und ich denke, danach kommt schon fast das Finale. Also entweder sind da noch ein, zwei weitere Level in diesem letzten Bereich dabei, aber allzu viel kommt da nicht mehr. Bei The Sims 4 hatten wir auch zwei Teile. In Teil Nummer 7 haben wir einen weiteren Bewohner hinzugefügt, mit anderen Worten, wir sind jetzt bei 5.
und durften in dem Teil miterleben, dass die erste Rechnung extremst bösartig für uns war. Wir mussten, ich glaube, Sachen sogar verkaufen, bevor wir die wirklich bezahlen konnten. War zwar nicht viel, aber war natürlich unfein. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, in den nächsten Teilen müssen wir gucken, dass wir irgendwie an Geld kommen. Und dann bei Teil 8 hatten wir einen Teil, der leicht unangenehm war, einfach weil alles irgendwie kaputt gegangen ist und jeder irgendwie krank geworden ist. Gerade bei den ganzen Sachen, die kaputt gegangen sind, muss ich nochmal gucken, ob es irgendwie eine Mod gibt, die das irgendwie jetzt mittlerweile wieder richtig macht. Denn die eine Mod, die ich installiert habe, scheint nicht mehr zu funktionieren. Und ich denke, so häufig wie das passiert, ist es einfach unrealistisch und gleichzeitig super nervig. Klar, man kann damit den Handy-Skill verbessern, aber es ist einfach unrealistisch und dementsprechend, das kann nicht so weitergehen. Und zu guter Letzt, bei XCOM 2, denke ich, haben wir mittlerweile alle Missionstypen, die man so grundsätzlich macht, gesehen. Und wir stellen uns relativ gut an. Natürlich muss man hervorheben, dass ich mehr Soldaten in den Kampf nehmen kann und dass ich kein Zeitlimit habe. Dementsprechend kann ich mir mehr Zeit lassen und gewisse Sachen besser durchplanen und muss dementsprechend nicht durchrushen und könnte in Situationen geraten, die für unsere Soldaten vielleicht etwas ungesund sein könnten. Ich meine, irgendwann wird es mal passieren, aber bisher lief es eigentlich durchaus in Ordnung. Gehen wir über zu den Nachrichten, beziehungsweise in dem Fall der Nachricht. Mit dem 20-jährigen Jubiläum von Pokémon wurde Pokémon Sun und Pokémon Moon angekündigt. Die beiden Versionen, die angeblich eine neue Generation sein sollen, also keine recycelte Sache oder ähnliches, sollen im Winter 2016 weltweit erscheinen und an diesem Wochenende wird die erste Generation, bedeutet Pokémon Rot, Blau und Gelb, im eShop erscheinen und in diesen Versionen haben sie gewisse Sachen verbessert gehabt und da gibt es eine ganz wichtige Sache und zwar in der Vergangenheit war es bisher nicht möglich, Pokémon von der ersten Generation zu den anderen zu transferieren. Ab der zweiten war es ohne Probleme möglich, aber nicht mit der ersten. Und das haben sie jetzt mit der eShop-Version verbessert. Was bedeutet? Diese Versionen haben jetzt die Möglichkeit, sich mit der Software Pokémon Bank zu verbinden und dann diese Pokémons zur Pokémon Bank zu bringen und dann auf die neueren Versionen zu transferieren. Ich denke, das ist durchaus cool, obwohl ich doch meine fragen zu müssen, wer tatsächlich diese ersten drei Generationen nochmal spielt. Ich sehe zwar Leute, die es anmerken, aber ich habe das Gefühl, dass die seitdem sie es damals gespielt haben, diese Teile nicht mehr angerührt haben, denn die drei Teile sind meines Erachtens nicht allzu gut gealtert, ganz speziell vom Gameplay. Zu der Ankündigung der beiden neuen Pokémon-Spiele kann man ehrlich gesagt nicht allzu viel sagen. Das 20-jährige Jubiläum, da war es doch wirklich zu erwarten, dass sie zwei neue Teile ankündigen. Denn ganz speziell Alpha Saphir und Omega Rubin, die letzten beiden Spiele, sind im November 2014 erschienen, was definitiv für ein Pokémon-Spiel schon ein bisschen länger her ist und natürlich halt, weil die Franchise mittlerweile 20 Jahre alt ist. Also es war einfach zu erwarten und mehr gibt es aktuell leider nicht zu sagen, denn mehr haben sie bisher nicht gezeigt, außer halt, wie die beiden heißen und wann sie erscheinen. Mehr Informationen können wir erst in der Zukunft ansprechen. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode von Forcecom Talks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zur nächsten Woche.